Nicht trödeln, meine Herrschaften, ja. Herrschaft, unsere Vergnügungsgäste sind angekommen. Der Leopold, ja, wo ist denn der Leopold schon wieder? Frühstück, was? Frühstück. Ladies and Gentlemen, Sie befinden sich hier im Hotel zum Weißen Rössel, Little White Horse. Ein berühmtes Erholungslokal für gestresste Nervenkostüme. Kaffee. Hier sehen Sie den berühmten Bullwiesenteich. Das Erholungsgebiet des Kreises Offenbach schlechthin. The Pearl of the Rhine, mein Area.
Moment. Rhein-Main-Area, 500 Meter tief, schmutzig, hat Forellen, etwa 15 Grad Wassertemperatur und Radium. Ja, aber jetzt Butter. Zu Ihrer Rechten, to your right, sehen Sie den Hexenberg. Zu Ihrer Linken sehen Sie den Wingersberg. Wingers Mountain. Und hinter dem Wolfwiesen da erhebt sich das mächtige Massiv des Ebertsbergs. Eberts Mountain. Und das und noch alles und viel, viel mehr sehen Sie in St. Bad Ditzenbach. St. Bad Ditzenbach. Herrschaften, Sie haben jetzt alles gesehen, haben die würzige Luft geatmet. Wir brechen jetzt auf nach Bad Homburg. Der berühmten Sommerresidenz seiner Majestät des Kaisers, Franz Josef I. Bitte einsteigen. Aber meine Herrschaften, es ist gemütlich. Aber meine Herrschaften, es ist so schön. Aber meine Herrschaften, zücken Sie das Portemonnaie. Aber meine Herrschaften, jetzt wird... Ah ja, sind fort. Bagage. Ja. Very nice people. Wo sind das jetzt schon wieder? Ein geiziges Bagage. Bevor die mal ein Trinkgeld geben, beißen sie in den eigenen Fotz kaputt. Ja. Oh, wovon soll ich dann mal Schulden bezahlen? Was kriegen Sie denn noch von mir? 34,80 Euro hätte ich wohl voll. Ach Gott, so viel Geld und alles für Sie. Ja. Herr Leopold, lassen Sie sich das von einem Kenner sagen. Jeden Tag rote Rosen an die Frau Wirtin und das noch anonym. Diese Weiber sind unser Ruin. Schosch, ja. Was willst du dann mir erzählen von dieser Frau, wenn die mich anguckt mit ihren Glutaugen, könnte ich glatt den Verstand verlieren. Ja, zum Kreuz, Donnerwetter, wenn mir noch einmal der dazwischen spricht, der kriegt eine geknallt, dass das aufkracht. Wie lieb sie wieder ist. Sie, Leopold, wie teuer haben wir denn das letzte Mal die Hähnchen gerechnet? Frau Josefa, wenn Sie mich angucken, wenn Sie mich was fragen, da weiß ich gar nichts mehr. Natürlich nicht, er weiß nichts. 6,40 Euro. Mensch, sei doch ein Mann, so ein Depp, so ein Depper da. Was geben wir denn heute als Vorspeise? Frankfurter Würstchen en Cocotte. Frankfurter Würstchen im Töpfchen. Herz am Spieß. Herz am Spieß. Und zum Nachtisch? Liebesknorre an Himbeersaft. Wie schauen Sie mich denn an, Leopold? Das fällt mir schon die ganze Zeit auf. Solche verdrehten Augen mache ich bei einem Kälbchen gern. Aber bei meinem Zahlkenner sind Sie mir zuwider. Also, Frau Seffer, wenn Sie mich so angucken, ich muss Ihnen was sagen. Ja, genau. Die Abendeinnahmen von gestern haben Sie mir noch nicht gesagt. Ach, 280,40 Euro. Mein Gott. Es ist unmöglich. Leopold. Was? Denken Sie dran. Für Sie bin und bleibe ich die Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinheimer, die Wirtin vom Weißen Rössel. Und meine Katzen mit Verklauschen sind Leopold. Merken Sie sich. In den 3 Jahren, seit mein seliger Mann tot ist, habe ich 5 Zahlkellner gehabt. Anfangs waren sie alle brav und tüchtig. Aber wie sie angefangen haben, solche Kalbsaugen zu machen, so wie sie, wissen Sie, was ich da gemacht habe? Rausgeschmissen habe ich sie alle 5. Geben Sie Acht, Leopold, dass Sie das halbe Dutzend nicht voll machen. Frau Josefa, ich habe Sie Ich muss es jetzt sagen. Gar nichts müssen Sie sagen. Frau Peppi. Nein, gar nichts müssen Sie sagen. Ich verbiete Sie Ihnen. Sie können mir überhaupt nichts verbieten. Sie können mir überhaupt nicht drohen. Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur, möchte ich
Genosse, was ein wunderbares Sein, von dir geliebt zu werden. Balkonzimmer, neue Gardinen an die Fenster, Blumen auf den Schreibtisch, Betthupferl aufs Kopfkissen. So, Betthupferl aufs Kopfkissen. Kann es sein, dass das für diesen Herrn Dr. Siedler aus Berlin ist, von dem mir meine Kollegen schon erzählt haben und dem meine Chefin ihr Herz so weit geöffnet hat? Hab ich auch. Das ist der netteste Stammgast von allen. Der bringt Leben ins Haus. Morgen fängt ja das Schützenfest an. Das lässt er kein Jahr aus. Und angesagt hat er sich auch schon. Wenn auch anonym. Ach, anonym hat er sich angesagt. Oh, Frau Maria Josefa oder wie immer sie heißt. Vogelhuber geborene Steinheimer. Kein Wort wäre mir meine Lippe komme. Bis zum Ende meines Lebens. Chefin meine Rosen trägt und denkt, sie wären von Dr. Siedler, dann freut mich das ganze Leben nicht mehr. Dann das halte ich nicht mehr aus. Der Dampfer. Sie, Leopold, Sie schicken mir jeden Tag Rosen und unterschreiben sich dein Schnucki? Ja, dein Schnucki, das bin ich. Dann freut mich das ganze Geschnuckel nichts mehr. Dann greife ich auf die Rosen. Der Dampfer. Ja, fährt der eigentlich mit Diesel? Was sind da mit der Abgaswerte? Immer wenn ich dir was sagen will, kommt dieser Scheißdampfer. Schluss jetzt mit dem Getrate. Wo ist denn überhaupt der Piccolo? Piccolo?
Ja, bitte sehr, bitte gleich. Gestern Paprika-Hunde. Im ersten Monat ist die Bagage ja sowieso alles zusammen. Ja, komm sofort, Frau Wiening. Mann, 12,50 für die Kletefahrt. Das Geschäft ist richtig. Dafür kann ich schon dreimal von der Janowitzbrücke nach Treptow fahren und grüne Aal essen. Haben Sie grüne Aal? Nein? Aber Paprika-Huhn, ganz frisch von gestern. Will ich nicht, wenn ich Dampfer fahre, will ich grüne Aal essen. Ach. Ist ja dazu. Ach, aber jetzt kennen die Brüder hier natürlich nicht. Die Herrschaften kommen aus Berlin. Na, ihr wisst doch, haben Sie schon mal die Gegend ohne Berliner gesehen? Also ich nicht. Aber Papa, sieh doch bloß mal den herrlichen See. Der Mückelsee ist mir lieber. Was? Er ist mir lieber. Du wirst schon sehen, wie wohl du dich hier fühlen wirst. Ich will mir ja nicht wohlfühlen. Ist mir so lieber. Geben Sie mir mal eine Speisekarte. Piccolo, Speisekarte. Ja, bitte sehr, bitte gleich. Bitte eine Speisekarte für den Herrn. Ja. Du sollst mal sehen, wenn du erst so ein echtes Rippchen mit Kraut bekommst. Eisbein mit Sauerkohl ist mir lieber. Ist mir lieber. Seniorenteller. Jägerschnitzel. Zigeunerjulasch. Ihr seid ja wohl Menschenfresser. Wäsche, Grisauce, Äpfel. Ja. Haben Sie keine deutsche Speisekarte? Doch, Piccolo, eine deutsche Speisekarte. Bitte sehr, bitte gleich. Sofort, bitte schnell. Bitte. Na also, warum nicht gleich? Sie hören doch nicht aus, wann ich bin. Beuschel? Odi, weißt du, was Beuschel ist? Beuschel, aber natürlich, das ist doch dieser besondere Tee, Beuscheltee. Oder was ist ein Beuscheltee? Beuschel ist quasi aus dem Innersten herausgerissen. Leicht gedünstet, geröstet, ein bisschen Salz drüber, Zitrone drüber geträufelt und ein Ei drüber geschlagen. Und fertig ist das Beuschel. Mensch, sind doch Lungenhasche, den Einzigen, was ich nicht esse. Das habe ich mir schon gedacht, Paprika und bitte. Warum sind wir bloß nicht nach Aal weggefahren? Aber Papa, dort hast du doch keine Berggipfel mit ewigem Schnee. Na, ist denn Schnee vielleicht was Schönes? Zu Hause in Berlin sind wir froh, wenn er weg ist. Und hier soll ich mir plötzlich freuen, wenn er da ist? Sie Oma, Sie, wir müssen über die Logie reden. Ich brauche 2 Zimmer. Eins davon mit Balkon. Ich ärgere mir nämlich viel und wenn ich mir ärgere, dann muss ich Balkon haben, damit ich frische Luft kriege. Oh, ja. Also Zimmer mit Balkon haben wir nur 1, das ist Nummer 4 und das ist reserviert. Mit dem ewigen Schnee könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Wir sind ja hier hoch am grünes Gelände. Wir haben hier ganzjährig Schnee, Olympische Winterspiele, Weltcup, Skifahren, Skispringen und Biathlon. Nur 1 Zimmer mit Balkon. In Aalbeck kann ich 50 Zimmer mit Balkon kriegen. Keine Aufregung, Papa. Wir werden schon unterkommen. Ich fülle Ihnen erstmal den Meldeschein aus. Jawohl. Stets zu Dienste. Hast du einen Kuli, Papa? Bitte sehr. Da. Was soll ich denn schreiben? Na, frag doch nicht so dämlich. In Aalbeck hast du es immer gewusst. Aber hier, im ewigen Schnee, da ist das Hirn wohl eingefroren. Wilhelm Giesecke samt Tochter Ottilie, Trikotagen Berlin. Na, geht doch. Was? Wilhelm Giesecke? Trikotage Berlin? Für Sie ist doch schon eine Fax da. Ich hol's Ihnen sofort. Das ist gewiss von dem alten Sülzheimer, von diesem Shylock. Oh. Shylock, lass mir doch aussprechen. Wenn du wüsstest, wie der alte Haluke mir piesert. Er ist sein Rechtsanwalt, dieser Dr. Siedler. Sag mal, Papa, worum geht es denn eigentlich in diesem endlosen Prozess? Ach, Otti. Du kommst auch immer aus dem Moostop. Du kennst doch mein Patent. Ja. Hemdhose Apollo. Hemdhose in einem Stück. Durchbrochen, vorn zu klöppen. Kaum bin ich mit meinem Patent raus, kommt der alte Enkel von Sülzheimer mit dem Gegenpatent. Hemdhose Attila. Ebenfalls in einem Stück, ebenfalls durchbrochen, aber hinten zu klöppen. Jetzt führen wir einen Prozess. Auf Leben und Tod. Vorn und da hinten. Und
Dieser Schweinehund, dieser Dr. Siegler, der will von der Hemdhose nicht runter. Oh, haben euer Gnade vielleicht gerade das Wort Schweinehund in Verbindung mit dem Dr. Siegler erwähnt? Was segnet Sie an? Bringen Sie mir lieber keinen Lungenherrscher, wenn ich die Uschel bestelle. Lehne auf Rat Dr. Siedlers jede weitere Korrespondenz mit Ihnen ab. Wenn ich aus diesem Siedler nur Hackepeter machen könnte. Oh, oder Beefsteak-Tata. Ach, lass ihr blöden Witze. Für Barzahlungen stehe ich in Wixhausen zur Verfügung. So eine Frechheit. Das ist eine Unverschämtheit. Dem musst du eine Antwort geben, dass es kracht. Haben Sie mein Formular? Selbstverständlich. Ein Faxformular für den Herrn oder für die Dame, bitte schön. Also, Otti, schreib mal. Sülzheimer, Wixhausen, Sie können mir... Bravo! Fabel! Dazwischen! Sie können mir im Weißen Rössel besuchen, wenn Sie was von mir wünschen. Was Ihren Rechtsanwalt Dr. Siedler angeht... So kann er uns gleichfalls alle... Nee, nicht mal Deck. So möchte ich von diesem Paragraphenverträger und Kostenschinder nicht weiter belästigt werden. Stopp! Hochachtungslos diese Trikotagen. Sehr gut, Papa. Großartig. Ich bringe es zur Post und bin gleich wieder hier. Ist gut, mein Kind, ist gut. Bitte sehr, das Paprika-Huhn. Ich glaube, der Herr ist zu schade für ein Paprika-Huhn. Ja? Ja. Warum? Das war das Paprika-Huhn. Ganz frisch von gestern. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich bringe was ganz Knuspriges auf Ihr Zimmer. Und wisst ihr was? Ich bringe Sie aufs Zimmer Nummer 4. Das ist mit Balkon. Da kann sich der Herr mal so richtig ausessen. Und da kann der Herr Doktor von Giesecke so richtig losrudeln. Hauptsache, junger Mann, ich hab das Zimmer. Ja. Nun sagen Sie mal, was kriege ich denn nun zu essen? Vielleicht ein Entrecote-Schlein? Ein Kotschlein? Ach nee. Handkäse mit Musik? Handkäse? Ach nee. Haben Sie Buletten? Was ist das dann? Da nimmt man gehacktes Rindfleisch, Salz und Pfeffer kommt dran, ein Ei kommt dran, Petersilie kommt dran und... Ach, Sie bringen mir doch wieder Lungenhasche. Haben Sie Kartoffelpuffer? Was? Kartoffelpuffer. Was ist das denn? Sie kennen hier Kartoffelpuffer? Nee, Kartoffelpuffer kenne ich nicht. Ich komme nicht von hier. Mit Preiselbeeren? Nee, auch nicht mit Preiselbeeren. Und Sie leben noch? Aber... Herr Leopold, was wird denn die Frau Wittin dazu sagen? Sie wissen doch, dass das Balkonzimmer für den Herrn Doktor reserviert ist, nicht wahr? Ich kann den Namen Doktor nicht mehr hören. Er soll sich woanders ansiedeln. Ja. Und wenn er doch herkommt, da mache ich ein Beuschel aus ihm! Thank you.
Neues Gesicht. Na, das habe ich schon seit meiner Geburt. Dann müssen Sie der neue Herr Ober sein. Und Sie sind der alte Dr. Siedler. Na, hoffentlich werden wir beide uns gut vertragen. Hoffentlich. Wie ist denn das Wetter dieses Jahr? Es regnet und schneit. Das Klima wird zwar wärmer, aber es regnet und schneit trotzdem. Ganz famos, ganz famos. Ich brauche feuchte Luft. Und das Essen? Nicht zu fressen dieses Jahr. Wunderbar, und dabei soll ich auch noch ein paar Pfund abnehmen. Ja, ja. Mit Zecke und Mücke könnte man vielleicht dienen. Die Küche ist zu klein, das Klo ist dreckig, die Betten sind zu kurz und wir warten auf ein Erdbeben. Grandios, grandios, da merkt man doch wenigstens gleich, dass man auf dem Lande ist. Und nun auf mein geliebtes Balkonzimmer Nummer 4. Das ist richtig. Was soll ich mit dem alten Hut? Entschuldigen Sie, was machen Sie denn bitte auf meinem Balkon? Erlauben Sie mal! Das ist mein Balkon! Und verzeihen, das Zimmer habe ich gemietet. Nee, da irren Sie sich. Das Zimmer habe ich gemietet. Das sehen Sie ja. Verzeihen Sie, gnädiger Herr, wer hat Sie denn dort hinaufgeführt? Der Ober? Ich werde mir doch nicht einen Gebirgsführer nehmen, um auf den Balkon zu steigen. Leopold, haben Sie die Nummer 4 weggegeben? Ja, natürlich. Der Herr Stammgast kam ja auch nicht in den Dampf an. Und ich lasse doch einen prominenten Berliner Großindustriellen nicht ohne Zimmer hier. Ich glaube, es geht los. Der Detektiv ist richtig, der Leopold kriegt Aue. Ich bitte Sie, der Herr hat das Zimmer schon seit 7 Jahren.
Ja, hat er denn Kind zu Hause? Da kann der doch im 8. Jahr mal woanders wohnen. Hören Sie, ich bin im Besitz einer schriftlichen Zusage der Frau Wirtin. Hier liegt somit ein gültiger Mietvertrag vor. Ich ersuche Sie daher als Jurist. Als Jurist? Ach, wenn ich denn bloß höre. Verträge sind Schall und Rauch. Hier bin ich, hier bleibe ich. Und wenn Sie mir reizen, bleibe ich bis Weihnachten. Nein! Der Herr Doktor hat mein Wort und die Rösselwirtin hat ihr Wort noch immer gehalten. Also machen Sie bitte schön keine Fesematenten. Was für Enten soll ich nicht machen? Ich verstehe die nicht. Piccolo? Fräulein, was wollen Sie eigentlich von mir? Piccolo? Bitte sehr, bitte gleich. Schaffen Sie doch das Gepäck von Nummer 4. Ja. Der Bruder scheint mir gefährlich zu sein. Sachte, sachte, weicht der Gewalt. Otschi, kommt gar nicht erst rauf. Der feine Herr, der hat uns aus unserer Wohnung vertrieben. Aber was denn für ein Herr? Mein Fräulein. Ach, Sie sind der feine Herr. Und Sie sind so ungalant, eine junge Dame aus Ihrer Wohnung zu vertreiben. Mein Fräulein, ich wusste ja nicht, dass auch eine Dame an dem Balkonzimmer beteiligt ist, noch dazu eine so charmante. Ich verzichte auf mein Recht, bringen Sie die Koffer ruhig wieder hinab. Aber nein, da habe ich doch auch noch ein Wörtchen mitzureden. Was soll denn du wieder? Otti, was hat das zu bedeuten? Warum kommt die Koffer jetzt wieder rauf? Aber Papa, der Herr ist doch so freundlich und verzichtet. Was denn? Zu dir ist er so freundlich und zu mir ist er so unverschämt? Bringen Sie die Koffer wieder runter! Oh, aber lass doch, wo es uns doch hier so gut gefällt. Und ich will nun mal nicht nach Ahlbeck. Schaffen Sie die Koffer nur wieder hinauf! Ja, also, dann muss ich Herrn Dr. Siedler wohl mein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen. Wie? Hab ich recht gehört? Wem müssen Sie Ihr Zimmer geben? Gestatte mich vorzustellen, Dr. Otto Siedler, Rechtsanwalt. Was denn? Sie sind dieser Schweinehund! Schrei quassel ich über dazwischen! Bringen Sie die Koffer sofort wieder runter! Ja, wieso das denn? Was hat denn das mit meinem Namen zu tun? Ich heiße nämlich Giesecke. Wilhelm Giesecke, Trikotagen, Berlin. Dann sind Sie der Mann mit der Hemdhose. Jawohl. Hemdhose Apollo. Vorn zu kleppen. Und das soll ich mit Ihnen am Haus holen? Mit Vertreter der Jägenszeit? Ich bin doch nicht verrückt. Ja, wo bleiben denn die Koffer? Ja, bitte sehr, bitte gleich, ja. Ja, also. Nein, Papa. Hat man das schon mal gesehen? Meine guten Koffer. Meine. Also, das wäre mit Albeck nicht passiert. Unglaublich. Moment mal, ich bringe die Sachen wieder hoch. Aber halt, so warten Sie doch. Ist denn der Leopold? Ich kann den Namen Siedler nicht mehr hören, wenn ich hier nur den Dr. Siedler abgewöhnen könnte. Herr Leopold, haben Sie das denn nicht mitgekriegt? Der Siedler hat auch ein Auge auf die kleine Berlinerin geworfen. Was? Der Siedler hat alle zwei Augen auf die kleine Berlinerin geworfen? Ja, und auch, wenn ich Ihnen das sah. Zwischen den zwei bandelt sich nämlich etwas an. Da bandelt sich was? Fräulein Ottilien, könnten Sie bitte mal ganz kurz warten? Ich hätte da noch was zu besprechen mit Ihnen. Ja. Diesem Dr. Siedler. Ach, lassen Sie mich bloß mit diesem Dr. Siedler in Frieden. Jetzt verdirbt der Papa noch die paar Sommerwochen. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm diesen Dr. Siedler vom Halse halten könnte. Da könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Da brauchst halt nur ein bisschen Courage dazu. Courage? Na, wenn es bloß auf Courage ankäme. Ja, was ist denn, wenn Sie den Dr. Siedler ein bisschen in sich verliebt machen täten würde? Der wird dann sofort die Frau, also Ihren Vater in Ruhe lassen. Verliebt machen? Mhm, der ist so ein fescher Kerl. Ja, er sieht gut aus. Ja, er sieht gut aus. Er sieht fast so gut aus wie ich. Und solche Hintertreppengeschichten muten Sie mir zu, ein Mädel aus Berlin? Wenn mir dieser Herr noch einmal in die Nähe kommt, dann kann er mich kennenlernen. Mein Fräulein, Sie kennenzulernen, ist seit einer Stunde mein sehnlichster Wunsch. Ach, der Herr Rechtsanwalt.
Kann der Herr Doktor jetzt vielleicht mir den Prozess machen? Mein Fräulein, ich möchte Ihnen im mündlichen Verfahren mitteilen, wie schön es ist hier am Biberbach, seitdem Sie angekommen sind. Aber sehen Sie sich vor, ich kenne den besten Anwalt der Stadt. Er spielt wundervoll Bass und besucht auch öfters das Teaser. Ja, zum Kreuzdonnerwetter, Leopold, wo stecken Sie denn? Frau Peppilein, Frau Peppilskilein. Schafskopf, das ganze Haus voller Gäste und Sie kümmern sich nicht um die Wirtschaft. Frau Peppi, bitte einen Kuss. Leopold, sind Sie närrisch geworden? Frau Peppi, ein Kellner ist doch auch nur ein Mensch. Bleibt Ihnen Ihr Herz ganz stumm? Kümmern Sie sich nicht um mein Herz. Kümmern Sie sich um die Leber, um die Nieren und um die Kalbsachsen. Peppi, ein Mensch kann nur arbeiten, wenn er hofft. Blödsinn, ein Mensch darf nur hoffen, wenn er arbeitet. Mach ihn aus dem Gang. Bitte, ein Küsschen. Leopold, nehmen Sie sich in Acht. Hinaus in den Garten, habe ich gesagt. Ein einziges Zeichen, dass Sie mir gut sind. Leopold! Einen schlagenden Beweis, bitte. Da! Jetzt wissen Sie wenigstens, was die Uhr geschlagen hat. Dass mich der Kerl aber auch nie in Ruhe lassen kann. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solange ich lebe auf Erden.
Wieder kein Kellner da. Im weißen Rössel am Biberbach ist nie ein Kellner zu sehen. Da sitzt man hungrig im Jarten, muss warten, muss warten, muss warten. Hallo Kellner, hallo! Bitte beides hinauf zum Herrn Dr. Siedler auf sein Zimmer. Ich glaube, die oft recht, die da die Frau Josefa erteilt, die meint die Frau Josefa doch hoffentlich nicht im Ernst. Nein, die meint die Frau Josefa nur so zum Spaß. Keinen Widerspruch, tragen Sie es hinauf. Also, als Postillon d'Amour bin ich hier nicht engagiert. Aha, mein Herr Ober widersetzt sich also meinen Wünschen. Ja, weil sich meine Chefin meine Wünsche widersetzt. Sie, Leopold. Haben Sie sich das auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Weil wenn nämlich der Leopold Ja sagt, dann ist Ja. Und wenn der Leopold Na sagt, dann ist Na. Dann sind Sie entlassen. Doch, mach doch, ihr Dreckerlanz. So frech ist noch kein Mannsbild mit mir gewesen. Höchste Zeit, dass wir zwei auseinandergehen. Allerhöchste Zeit. Ja, dann ist es ja gut. Haben Sie sich das auch aufs Reiflichste überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn die Rösselwirtin Ja sagt, ist Ja. Und wenn sie Nein sagt, dann können Sie gehen. Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist. Anständiger Mensch kann alles. Kann Schecks fälschen, kann Banken überfallen. Aber die Liebe seines Lebens, mit ihr Gespusi anfängt im eigenen Haus, das kann er nicht sehen. So.
Guten Morgen. Ach, der Herr Dr. Siegler, gut geschlafen die erste Nacht? Danke, ganz famos. Und gleich in aller Frühe so eine entzückende Aussicht. Das gibt es nur am Wollwiesenteich. Immer galant. Ich komme gleich hinunter. Aber nein, ich bringe Ihnen doch das Frühstück gleich selbst hinauf. Ich habe nämlich noch dringend mit Ihnen zu sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Aber erst mache ich Ihnen den Kaffee und zwei weg und die Marmelade und zwei Eier im Glas. Ach, so einer sind Sie. Immer zwei Eisen im Feuer. Mein Fräulein, Sie machen sich ein ganz falsches Bild von mir. Ich bin ein Rechtsanwalt, aber ehrlich. Sehr witzig. Zumindest im Punkt Liebe. Oh, Liebe, wir zwei, mein Vater kann Sie doch nicht riechen. Keine Sorge, noch heute Abend wird Ihr Vater mir persönlich den Auftrag erteilen, ihn nicht mehr von der Seite zu weichen. Wie wollen Sie denn das anstellen? Alles zu seiner Zeit. Ich habe nämlich jemanden hierher bestellt. Wen denn? Alles zu seiner Zeit. Wenn Sie heute Abend mit mir tanzen, werde ich Ihnen alles verraten. Aber es muss ein Walzer sein. Warum denn gerade ein Walzer? Ja, beim Walzer, da bin ich hemmungslos. Sie wollen gehen?
Na, ich werde gegangen. Ja, ich wollte ja schon Ihnen da den Boxstuhl mit den zwei Frauen, aber hier das ganze Ding zusammenziehen. Das war so jetzt wäre ja Gewalt, haben Sie gesagt. Sie boxen gewaltlos. Ha, ha, ha. Aber schau, pass mal vor. Schlägt dir quasi mein letzter Wille, mein ganzes Testament zu Füßen. Die Brautparade war's doch. Wenn du da klopfst, bis 5 zähle, bei Regen bis 8 zähle. Ganz klar. Ihm bringst du was, so was Kräftiges. Kaviar, Knoblauch und dir was Leichtes, Stangenspargel mit Ei und so weiter und so fort. Ne? Ja. Dann passen wir rüber. Wenn so Gäste wie der Dr. Siegler kommen, dem schütten wir erst mal ein bisschen Suppe auf die Krawatte vor. Und den Rest schützt ihm hinten in die Hosen ein. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Leo. Ich hab's doch gewusst. Ja, ja, ja. Und noch was im Allgemeinen. Verlier nie dein Herz an eine Chefin. Zuschauen kann ich nicht. Schatz, lass es, du kannst doch gar nicht singen. Ich bin im Stimmbruch. Oh ja, im Stimmbruch. Lass mal rüber. Sei arrogant gegen die Gäste. Beim ersten Rufen kommst du nie. Nie. Genau. Und wenn einer warten muss und klopft so eklig ans Glas, sagst du nicht, mein Revierkollege kommt gleich. Und wenn du am Rechnen bist, ne? Und dann hältst du den Zettel schön hoch, wenn du dich zu deiner Gunste verrechnest, dass der das nicht sieht, wie du dich verrechnest. Weil ein Kellner, der sich zu seinem Ungunst verrechnet, ist eine Schande für unser Gewerbe. Herr Leopold, wo wolltest du denn hingehen? Wander aus, ich gehe nach Amerika. Was? Warum greinst du dann so? Ich bin noch 34,80 €. Die kriegst du nie mehr wieder. Ach, schon, der aufs Greine sei ein Mann. Ach, ihr Leute und ihr Kind. Und das alles wegen diesem dämlichen Schützenfest. Wenn ich mir so auf den Kuh gang sehen lasse, glauben die Leute, ich bin vom Bauerntheater fortgelaufen. Das ist nicht so. Die halben Hosen, als ob der Stoff nicht gereicht hätte. Oder die Pulswerbe an den Beinen. Und nach dem Wagen, wenn die Sonne weg ist, friert es ein. Und wenn die Sonne wieder da ist, kommen die Mücken und Frühstück. Apropos Frühstück. Leopold! Leopold! Ich glaube, es hat sich ausgeleopoldelt. Ei, wie sehen Sie denn aus? Wie Sie, wie ein Kurgast. Warum machen Sie keine Witze? Bringen Sie mir mal ein Frühstück. Frühstück? Wollen Sie nicht lieber mit mir Dudel gehen? Was heißt das? Sie wissen nicht, was Dudel ist und Sie leben noch? Ich hab mein ganzes Leben noch nicht gedudelt. Ganz einfach. Wir saufen uns alle an, dann suchen wir uns abends bis drei Mädchen aus und dann machen wir das wie in Dietzenbach 12:20, wo ihr Dietzenbach das erste Mal erwähnt worden ist, sonst wären wir ja nicht hier. Also, entlassen ist er. Ich werde euch noch zeigen, dass in dem Leopold ein Sexappeal steckt. Nee, zustimmen Sie nicht hier. Der Oberkellner versext immer die Gäste. Und unser einer muss im Billardzimmer übernachten. Haben Sie denn vielleicht nicht gut geschlafen, Herr Giesecke? Genau, ja, habe ich zugemacht. Jedes Mal, wenn ich mich auf den Billardtisch ausstrecken wollte, kräht ihr Hahn. Also, sowas von Krähen habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. So kräht gar kein richtiger Hahn. Aber Herr von Giesecke. In den Aalbeck kräht sie anders. Aber Sie sind doch nicht hier, um sich die ganze Zeit nur zu ärgern. Schauen Sie doch die Berge. Wenn Sie die Berge nicht freuen, warum sind Sie denn dann hier? Wie sich jetzt immer hochgehen. Sie, Herr Giesecke, wenn Sie nicht immer so ein finsteres Gesicht machen täten, dann wären Sie eigentlich ein ganz schöner Mann. Ach, lassen Sie Ihre Witze. Am Wochenende finde ich die Krabbe leider nur mit der Rechnung wieder. Wer wird denn immer gleich das
schlechteste Denken und noch dazu hier im Rhein-Main-Gebiet. Ach, lass mich mit dir im Rhein-Main-Gebiet in Ruhe. Aber das ist mir lieber. Es ist mir lieber. Herr Giesecke, so ein alter Schimpfierer und Meckerer, den möchte ich mal so richtig in die Kur nehmen. Und jetzt? Ich mache jetzt mal Pause und Sie haben auch eine verdient. Bitte schön. Ich bin der Schütze. Ich bin der Schütze.
Über jedes weitere Mitglied in unserer Gemeinschaft. Und weißt du was? Was? Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Viel Spaß! Thank you.
Gestatt, meine Gnädigste, Sigismund Sülzheimer Junior, Trikotagen Wixhausen, genannt der schöne Sigismund. Sehr erfreut, Herr von Sülzheimer. Der Herr Dr. Siedler hat auch schon für Sie ein Zimmer reserviert. Ja, Sigi, was machen Sie denn hier? Ich habe doch eigentlich Ihren Herrn Vater erwartet. Nein, er wollte durchaus, dass ich fahre. Wie hat er gesagt? Sigi, mein Goldjunge, mit deinem Charme wickelst du den bösen, bösen Giesecke schon um den Finger. Aber die Mutter hat gesagt, knall dir bald Nägeleine vor den Latz. Übrigens gar keine so schlechte Idee, dass Sie gekommen sind. Sie passen noch viel besser in meinen Plan als Ihr alter Herr. Na dann. Ach, darf ich die Herrschaften bekannt machen? Der Professor Hinzemann und seine reinste Tochter Claire. Ist doch Ihre Tochter? Ja, für wahr, für wahr. Wir haben uns nämlich in der Eisenbahn kennengelernt. Der junge Herr Sülzheimer war so liebenswürdig und hat uns hierher gebracht. Aber ich denke, ich weiß nicht, das hier kommt doch für uns überhaupt nicht in Frage. Ich habe ja noch was ganz Billiges da oben. Frau Wettin, hätten Sie nicht noch was höher gelegenes? Nein, die Zimmer sind ja schon ganz oben unter dem Dach. Und das Frühstück, ist das mit Ihnen begriffen? Nein, nur Bedienung und Licht. Licht brauchen wir keins. Das haben wir uns nämlich selber mitgebracht. Ist gut, Klärchen, es ist gut. Und bedienen tun wir uns auch selbst. Klärchen, lass mich doch mal unsere Reisekasse nachzählen. Ja, Papa. Danke. Bitte sagen Sie alles zum halben Preis. Die andere Hälfte begleiche ich. Verstehe. Also der Preis beträgt mit voller Pension 15,80 Euro am Tag. Ach, das geht. Ja, das will ich meinen. Wir bleiben. Lachen Sie mich bitte nicht aus, Herr Sülzheimer. Ein Privatgelehrter wie ich hat es heute nicht leicht. Und da wir nun mal die Reiseleidenschaft haben, meine Tochter und ich, stimmt doch, Klärchen, gell? Wir reisen jeden dritten Sommer. Und zwei Sommer freuen wir uns schon darauf. Da heißt es, sparen, sparen, bis die Reisekasse voll ist. Wissen Sie, wenn es mich im Winter mal nach einer schönen, dicken Zigarre gelüstet, stecke ich mir stattdessen einen Bleistift in den Mund. Ist gut, tu es weg, 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 tu es weg. Somit erhöht sich das Gewicht unserer Reisetasche um mindestens 5 Gramm. Papa! Und wenn es dann soweit ist und ich sitze mit meinem Klärchen auf der Eisenbahn und wir spüren das Rütteln und Schütteln am ganzen Körper, herrlich! Deswegen fahren wir auch gern mit der S2. Da dauert es länger. Und wenn es dann so steil bergauf geht, dann schaff ich nicht. Dann schaff ich nicht. Und plötzlich geht es dann bergab. Dann schaff ich, dann schaff ich, dann schaff ich. Herrlich! Das macht uns beide immer sehr, sehr glücklich. Papa! Entschuldige, ich weiß, ich rede mal wieder zu viel. Also gut, ich gehe jetzt in unser Dachstübchen und gucke mir die Berge von oben. Und wenn du dann nachkommst, erkläre ich dir das ganze Panorama in geologischer Reihenfolge. Darf es denn vielleicht ein Stückchen Rotwein aufs Zimmer sein? Nein, um Gottes Willen, das habe ich mir längst abgewöhnt. Statt jedes Schluckes Alkohol tue ich einen Spargroschen, bing, in die Reisekasse. Und ich denke mir, ach, das gibt jetzt wieder ein Kilometer mehr. Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Jetzt schaffe ich noch, ein reizender alter Reisender, Herr Papa. Und erst sein Töchterchen. Na, da lasse ich Sie wohl besser mal alleine und wir besprechen das Geschäftliche später. Denn, wie sagt Ihr Vater immer? Erst das Geschäft und dann das Vergnügen. Und Frau Mutter?
Immer ran an den Speck. Na, mein Kind, also wie wär's mit einer Stadtführung? Ach ja. Vielleicht ins Familienbad? Ach nein. Oh, bitte, bitte. Erstens wird mir in Ihrer Gegenwart ganz heiß. Und zweitens bin ich eine ausgesprochene Badeschönheit. Ach nein. Sagen Sie mal, sind Sie immer so schweigsam? Ach, ist das angeborene Schüchternheit? Ja. Na, die werde ich Ihnen unter Wasser schon austreiben. Denn wie heißt es so schön? Unter Wasser hat ja alles ein anderes Gesicht. Tolle Erfindung. Ach ja. Sagen Sie mal, es ist schade, dass Sie immer so schweigsam sind. Ach ja. Ich möchte wetten, dass Sie wunderbar plaudern können. Nein. Dabei hat doch eine süße Stimme den größten Reiz auf mich. Ja? Ja. Da ist mir letztens ein Spaß passiert. Da saß ich im Café und mir gegenüber ein Mädel. Ach, bildschisch. So lange ich dumm war. Denn dann kam sie auf mich zu. Darf ich Sie um etwas Weltwasser bitten? Außer so lange lag ich beinahe. Da bin ich beinahe auf Stuhl gefallen. Es war aber sehr hässlich von Ihnen. Sie sollten sich schämen, über so etwas zu lachen. Aber Fräulein Klärchen. Greifen Sie jetzt, weshalb ich so schweigsam war? Lieber sollten Sie mich für dusselig halten, als dass Sie mich auslocken. Oh, mein Klärchen. Der kleine Sprachfehler, der steht Ihnen ja entzückend. Ja? Der wirkt direkt sinnlich auf mich. Ach ja? Ja. Wissen Sie, die Herren, die haben ja auch ihre komischen Spezialitäten. Zum Beispiel, wenn einer stolpert oder kurzsichtig ist. Oder wenn einer schon in ganz jungen Jahren einen ganz kahlen Kopf hat, so glatt und rund wie ein Globus. Dann mache ich mir mal das. Ja, mein Lieber, auf den Ast können Sie sich setzen. Wir zwei, wir sind quitt. Wollen Sie mal fühlen? Der steht Ihnen aber wunderbar, der Wasserkopf. Ja, der ist ja auch meine stärkste Waffe im Kampf mit den Frauen. Sie treiben es wohl ziemlich sinnlich. Wieso ziemlich? Man könnte schon fast sagen, unwagbar sinnlich. Gerade die Wirkung meiner nackten Sinne auf das weibliche Geschlecht ist haarsträubend. Wollen Sie mal sehen? Ach ja. Was kann der Siegesunter für das Leben schönes? Was kann der Siegesunter für das Leben nicht? Die Leute tun, als ob ich schön einer Handy ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Siegesunter für das Leben schönes? Ist nicht der Siegesunter, wenn sie sein Kavalier. Was kann der Siegesmann dafür? Als Siege in der Welt.
auf der Alm. Da gibt's Kassen, 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 Klub, Klub. Jetzt kriegt's ein Kind. Ein Kind, ein Kind. Es muss ein Zwilling sein. Jetzt Frechheit hilft. Wenn ich nur wüsste, wo diese verdammte Almhütte ist. 5 Stunden laufe ich schon. Ich soll dünner werden. Ich will überhaupt nicht dünner werden. Ich bin mir so lieber. In Ahlbeck war es doch schöner. Wenn ich nur wüsste, wie es zu dieser verdammten Bude auch geht. Den Weg zur Bulo kann ich Ihnen zeigen, Herr Giesecke. Sie nehmen die falschen Finger aus dem. Mit Ihnen zusammen auf einer anderen. Das Geschäft wäre richtig. Aber Herr Giesecke, ich habe doch über den Prozess mit Ihnen zu sprechen. Prozess? Mein Herr, ich bin hier zur Mehlerholung. Nicht zu Ihrer. Zu kein Wort über den Prozess. Wie steht er denn? Ich habe nämlich den für übermorgen angesetzten Termin telegrafisch gestoppt, damit wir beide einen Vergleich schließen können. Was? Vergleich für mich? Nee, danke. Ausgeschlossen. Was will er denn zahlen? Naja, das wird ganz von mir abhängig, Giesecke. Was denn? Von Ihnen lasse ich mich nicht protegieren! Aber nee! Herr Giesecke, ich will Ihnen doch den Weg zur Bulau zeigen. Sie? Nee, da verlaufe ich mir lieber! Aber Giesecke, hören Sie mich doch an! Was laufen Sie mir denn nach, im Dackel? Und damit unsere Beziehung ein für alle Mal geklärt ist. Sie wissen nicht, wer ich bin. Und ich weiß nicht, wer Sie sind. Verstanden? Wir haben es bald total vergessen. Wie Sie befehlen. Dann kennen wir beide uns in diesem Leben also nicht mehr. Wir kennen uns nicht, wir haben uns nie gekannt. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach, da ist er ja, der Herr von Giesecke. Ich habe einen eingeschriebenen Brief für den Herrn von Giesecke. Sülzheimer, Wixhausen, nehmen Sie her. Nein, Herr von Giesecke, dazu brauche ich eine Legitimation, dass Sie der Herr von Giesecke sind. Warte. Sie sprechen mich doch mit meinem Namen an, Sie kennen mir doch. Privat kenne ich den Herrn von Giesecke, aber amtlich kenne ich den Herrn von Giesecke noch nicht. Also das wäre mir in Ahlbeck nicht passiert. Ich gehe doch nicht auf die Alm im Pass. Na, vielleicht kann Sie ja der Herr Dr. Siedler legitimieren. Herr Dr. Siedler, kennen Sie den Herrn? Daure hatte nicht das Vergnügen. Nee. Früher kannte ich wohl mal einen Herrn Giesecke, aber den habe ich eben total vergessen. Na, das Geschäft ist richtig. Sie kennen mich nicht. Sie werden mir gleich kennenlernen, wenn Sie mich nicht kennen. Total unbekannt. Jetzt laufen Sie doch nicht nach wie ein Dackel. Das kenne ich mir selber nicht mehr. Scheinbar nicht. Also gut. Gestatten Sie Giesecke Trikotagen Berlin. Angenehm, Dr. Siedler, Rechtsanwalt. Ich adressiere meinen alten Freund Giesecke Trikotagen Berlin vorne zu knöpfen. Endlich! Das ist das erste Mal, dass ich den Briefträger in die Wangen gekniffen habe. Und definitiv das letzte Mal. Schätze meinen Sohn in ihren werten Händen. Selbiger erfreut sich in der gesamten Damenwelt hervorragende Beliebtheit. Mensch, da hätte ich eine prima Vergleichsidee. Wenn der junge Sülzheimer
und meine Ottilie... Moment mal, das war ja eigentlich meine Idee. Deswegen habe ich ja den Herrn Sülzheimer Junior telegrafisch hierher kommen lassen. Den haben Sie da? Moment, das ist gar nicht so dumm, wie Sie aussehen. Wenn der Mädel nur nicht diesen verdammt echt giesischen Dickschädel hätte. Keine Sorge, Herr Giesecke, daran habe ich schon gedacht. Ich habe mir bereits erlaubt, mich Ihrer Tochter zu nähern. Um Sie unauffällig für den Ehegedanken vorzubereiten. Ich stelle daher den Antrag... Hätten Sie, wenn er seinen Antrag macht, ihn annehmen? Ja, Herr Giesecke. Dazu benötige ich aber Ihren Auftrag, mich Ihrem Fräulein Tochter zu widmen, ihr sozusagen nicht mehr von der Seite zu weichen. Weichen Sie ihr von ja nicht mehr. Bearbeiten Sie den kleinen Dickkopf, bis Sie die Verlobung erreicht haben. Ich werde das Dickköpfchen schon bearbeiten, Herr Giesecke, aber das verlassen Sie sich auch nicht. Mensch, Dieter, langsam fangen Sie an, mir sympathisch zu werden. Grüß Gott, Rechtsanwalt, grüß Gott. Gute Hemdhose. Ihr Leute, man ruft euch ins Rathaus, wo gerade der Gemeinderat tagt. Und bitte schön, geht gerade aus ins Rathaus. Der Herr Bürgermeister hat's gesagt. Und ich rufe es aus, bis ich heiser in jedes verfügbare Ohr. Es kommt. Ja, es kommt unser Kaiser. Und das kommt nicht alle Tage vor. Mensch, Kathi, was suchst du denn schon wieder hier? Ja, der Leopold. Leopold? Mhm. Ja, hast du noch nicht gehört, dass er entlassen ist, der Leopold? Ha? Entlassen? Ja. Der soll doch gleich auf eine wichtige Sitzung ins Rathaus kommen. Ja, den wirst du jetzt in der Wirtschaft suchen müssen. Ich glaube, der dudelt sich einen an. Ach. Er wird wohl seinen Kummer ersaufen, nehme ich an. Ne? Also dann. Schön mit Öl, gell? Schön mit Öl. Auch nicht schlecht. Und wie er sich allen angedudelt hat. Leopold, nehmen Sie Vernunft an. Frau Kati, Finger weg. Warum? Frau Kati. Kaiser kommt. Der Kaiser? Was ist das für ein Kaiser? Wie viel Kaiser haben wir denn? Unser Kaiser. Unser Kaiser kommt? Ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie hören mir ja nicht zu. Echt? Unseren Kaiser kommt. Uiuiui. Wo soll denn der... Na ja klar, der übernachtet hier bei uns im Rössel. Das ist doch logisch. Ja. Sie. Hier ist ein Parlament. Das geht so nicht. Hier muss man sich parlamentarisch betragen. Verstehst du? Und du bist nur ein Kellner. Sind wir zusammen in die Treppe runtergefallen oder was war denn das? Ich weiß nicht. Frau Josefa! Was gibt's denn? Haben Sie noch nichts gehört? Nix, stehende Küche und Back Ribbelkuchen. Was wollen Sie denn noch von mir? Backe Ribbelkuchen. Ich gebe mich ja normal nichts mehr an, weil Sie mich ja entlassen haben. Aber ich wollte sagen, dass ich der Kaiser zum Schützenfest angemeldet hat und Sie wissen ja, wo ich übernachtet bin, oder? Hier im Rössel nämlich schon. Also, aber was sagen Sie da? Der Kaiser hat sich angesagt, zum Rössel und dem Schützenfest will er übernachtet. Quatsch, andersrum natürlich. Herr Leopold, wo soll ich ihn denn einlogieren? Soll ich ihn denn kochen? Das ist hier jetzt aber ganz einfach. Also machen Sie zur Vorspeise, machen Sie eine Kartoffelsuppe oder eine Biersuppe. Und dann geben Sie ein Rippchen mit Kraut, das ist patriotisch. Und als Nachspeise machen Sie einen Wackelpudding oder einen Gerichtsbrei. Aber Leopold, hören Sie doch, Sie kommen ja schon. Ach was? Was soll ich denn empfangen? Wir werden ihn servieren. Frau Domolin. Dr. Siedler aus Berlin. Er ist ja Rechtsanwalt, der kann alles. Leopold, haben Sie denn gar kein bisschen Gefühl mehr für mich? Gefühl? Fort. Leopold.
Nichts für ungut. Ja, zum Kreuzdonnerwetter soll ich denn vor Ihnen in die Knie? Ja, das sollen Sie vielleicht. Runne auf die Knie. Leopold. Runne auf die Knie. Leopold. Sie müssen ja nicht, ist gut. Ach, ich knick ja schon. Gut, stell dich mal vorne rum. Römisch 1a. Der Siedler muss aus dem Haus. Was? Ja, natürlich muss der aus dem Haus. Weil das Zimmer Nummer 4 kriegt unseren Kaiser. Und ich glaube nicht, dass unser Kaiser mit dem Siedler in einem Zimmer übernachten will. Wie soll ich das denn machen? Das ist doch Ihre Sache. Das müssen Sie nicht machen. Aber ohne auf die Knie! So, jetzt leise mit dem. Aber Sie husten. So, eine Frau, ein Wort. Leopold, dass Sie so energisch sein können, das habe ich ja gar nicht geahnt. Das werden Sie die nächste Zeit noch öfter erleben. Und jetzt gehen Sie mal dahin, ziehen Sie mal Ihr Rotgirndl an, was ich so geil finde. Und wenn ich dann fertig bin mit einer Ansprache an den Kaiser, dann füllen Sie den alten Herren mal ins Haus, ne? Hey, Frau Josefa. Ja? Kommen Sie doch mal her. Aber Leopold! Ach, das war schön. Ich wollte gleich mal ein Bad schenken. Piccolo! Bitte sehr, bitte gleich, Herr Leopold, ja. Da ist ja immer noch das Täuschte. Und pass mal, Opa, gehen wir zum Weinminz in Luft, stellen wir uns 20 Böllerschüsse. Und er soll immer böllern, wenn die Leute all hoch! Hoch, hoch, hoch. Ach, ja, das wird ja sowas von einer Knallerei geben. Also, ja, mach ich sofort. Piccolo, ja, guck mal her. Nein, noch. Bei was für ein Wort wird gebildet? Hoch. Hoch. Ach. Ja. Ja. Ich bin ja noch mehr Depp, gell? Du bist ja noch jung, das kann ja noch kommen. Er kommt. Was? Wer? Was hier so machen? Ich habe keine Ahnung. Meine Flottenparadiese, die waren nur Klorocke. Aber hier keine Organisation. Ordnung gibt's nur bei uns in Preußen. Ist er schon da? Ja, wer? Ah, ja, der Kaiser. Ach Gott, der Kaiser kommt. Ach Gott. Der Kaiser kommt. Ladies and gentlemen, would you please stand up? The national anthem of Dietrich City. Meine Damen und Herren, bitte gibt sich für die nationale Hilfsmacht. Wo ist mein Ständer? Mein Notständer, Mann. Herr Kapellmeister. Kennst du das Dorf im Wiesengrün, wo um das Mäus die Rucksack ziehen? Es liegt nicht hoch, es liegt nicht flach, das schöne Dorf, der Stitzebach. Erschaffene Ruf, komm steige ein, in Frankfurt Stein, die Rucksack ein. So fährt der Zug zum Dorf hinaus, in Frankfurt Stein, die Rucksack aus. Fährt der Zug zum Dorf hinaus, in Frankfurt Stein, Rucksack aus. Thank you.
mal so wieder raus, ja. Da haben Sie recht, damit ist das ja nochmal nicht passiert. Liebe königliche, kaiserliche Adler. Ja, Doppeladler. An der Schwelle zu diesem wunderbaren Tag, da schlägt mein Herz hoch. Ich sag mal, was ist denn mit dem Piccolo? Ich hab doch gesagt, jetzt werden wir jetzt alle hochreichen. Mein Gott, also an der Schwelle dieses fürchterlichen Tages, da geht halt alles schief. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Ja, sind Sie denn aufgeregt, wenn Sie mit dem Kaiser reden? Weniger. Also, vom Patch, also der Patch, Patch, Pitch, schicke ich meinen patriotischen Gruß, meinen pathologischen, ne, wie war das? Als Dolmetscher der gesammelten Bevölkerung entbiete ich meinen patriotisch. Genau das wollte ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Das ist sehr nett von dir. Ja, passen Sie mal, Ober. So ganz unter uns, ne? Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Hoch lebe unsere Majestät! Hoch lebe unser Land! Hoch! 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 Josefa! Herr Kaiser, ich muss Ihnen eins sagen. In diesem Haus geschehen Schweinereien. Und auf die Frau Josefa ist kein Verlass mehr. Sie sind vor Abfolge ja ganz aus dem Konzept gekommen, aber machen Sie sich da keinen Kopf. Ich bin das gewohnt. Und meine Politik hätte ich mir gedacht. Majestät, verzeihen Sie diese unerfreuliche Situation und nehmen Sie mir das nicht übel. Alles gut. Darf ich Sie jetzt auf Ihr Zimmer führen, das Ihnen der Herr Doktor Siedler zur Verfügung gestellt hat? Ach, und was ich noch sagen wollte, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solang ich lebe auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. Wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Ein neuer Tag. Das ganze Volk schon unterwegs. Es wird sehr schön, es freut mich sehr. Also, wenn er jetzt dann herunterkommt, dann alle wie aus einer Kehle hoch, hoch. Habt ihr mich verstanden? Ja. Achtung, er kommt. Hoch, hoch, hoch. Der Tätigchef ist richtig. Wenn denn alles meine Wege, kann ich ja gar nicht annehmen. Ach, sagen Sie mal. Sie sind doch der Ableger von dem alten Sülzheimer. Ach, und Sie sind der alte Giesecke. Scheußlich. Und so was knüpft hinten. Sagen Sie mal, sind Sie schon weitergekommen in Ihrer Herzensangelegenheit? Wüsste nicht, was Sie das angeht. Aber kurz vor dem Abschluss. Aber den Abschluss feiern wir. Ho! 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 Majestät, ein bisschen spät. Darf ich eure Majestät alle unter Königsten Industrie in Südsammer vorstellen? Genannt der schöne Sigismund. Das sieht man. Sagen Sie, Majestät, klingen Ihnen nicht manchmal die Ohren? Wir reden zu Hause sehr oft von Ihnen und Ihrem Allerwertesten.
Familienkreis. Danke, sehr wichtig. Ja, darf ich nur bekannt machen. Majestät, die Präsidentin des Jungfrauenvereins, Fräulein Hinterlader. So kommen Sie doch herauf. Nein, nein. Bleiben Sie besser. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Darf ich jetzt weiter bekannt machen? Der Herr Giesecke samt Tochter aus Berlin. Sehr erfreut, Majestät, mit Ihnen zusammen hier im weißen Rössel abgestiegen und zu sein. Ja. Ich fahre eigentlich lieber nach Ahlbeck, aber ist mir lieber. Ja, Sie sind auch Ministerin? Voll und ganz, Majestät. Sagen Sie, woher beziehen Sie denn so Ihren Rohstoff? Woher denn? Ach so, ja. Die Konkurrenz muss ja nicht alles erfahren. Wir sind eigentlich gar keine Konkurrenz. Ich habe eine Hemdhose vorn zu schleppen und er hat hinten. Werden wir erlauben, Majestät, bei Gelegenheit mal eine kleine Kollektion zuzusenden? Wähle XL, der Stoff. So, jetzt lass den hohen Herrn endlich mal in Frieden. Der hat ja noch nicht einmal gefrühstückt. Gute Majestät. Gute. Grüß Gott, Majestät. So, Majestät, jetzt wäre es aber höchste Zeit für den Kaffee. Der ist Ihnen hier gefällig. Das ist sehr lieb von Ihnen. Darf ich Ihnen Ihre allerhöchste Speise streichen? Danke, aber nicht zu dick. Ich muss so ein bisschen abnehmen. Ach, Majestät, doch so eitel. Ja, was heißt denn noch? Nicht wahr, Sie nehmen mir den gestrigen dummen Zwischenfall nicht mehr übel. Sie müssen nämlich wissen, mein lieber Seopold, dauernd solche komischen Mücken. Ja. Eine Herzensaffäre wahrscheinlich und ich muss schon sagen, ich könnte es verstehen. Ja, wissen Sie, es ist nämlich so, ich wollte nur, das ist ja. Weil, nur heraus damit, ich sag's auch gar nicht. Ja, wissen Sie, das ist nämlich so, da ist ein Herr aus Berlin. Da ist also ein Herr aus Berlin, ein Doktor mit einer sehr guten eine sehr gute soziale Position. Ja, aber eben habe ich gemeint, das wäre ich. Ja. Dass ich ihn. Ich verstehe alles. Ich komme ein kleines bisschen konfus heraus. Ich habe das Gefühl, ich habe gesehen vom Ministerpräsidenten. Ganz recht, Majestät. Was werde ich Sie auch mit meinen Privatangelegenheiten belästigen? Sie haben gespuckt, Sorgen mit der Politik. Ja. Aber man muss nicht dabei rausfallen. Schauen Sie, als kleiner Bub, da habe ich mir gedacht, weiß Gott, was soll das hier machen? Was ist aus mir geworden? Ein Kaiser. Ja, da kann man nichts machen. Nein, da kann man auch nichts machen, weil der Mensch, der kann man nicht weg von sich. Majestät, möchten Sie mir das nicht in mein Stammbuch schreiben? Ins Stammbuch? Ja, damit ich es immer vor Augen habe. Ja, nein, nein. Aber was anderes. Es ist einmal geblieben.
alles haben könnt, wenn man um Mühe fällt, was man erreicht, das reicht. Doch man sieht ein Mensch ein, man muss hübsch und bescheiden sein. Schweige und betrüge dich, rechne. Für die freundliche Bewertung und Frau Vogelhuber. Gescheit sein. Herr Majestät, haben Zahlen gerufen, ja? Warte mal, Teil Majestät, schießen Sie bitte gut. Hoffentlich lassen sich die Gämsen dieses Jahr nicht allzu sehr bitten. Ne? Aber Majestät sind ja so ein wunderbarer Jäger. Ne? Majestät haben ja noch schon so viele Böcke geschossen. Ne? Ja, Weidmanns Heil, Majestät, Wünsche, frohe Jagd zu wünschen, ja? Was wollte ich noch sagen? Es war sehr schön. Ah, ja, ja, ja. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Was sind denn das überhaupt für Töne hier? Aber ich weiß schon, wer euch hier alle so aufgehetzt hat. Ab, rein in die Kaffeeküche. Marsch! Keller ist auch nur ein Mensch. Ja. Das sagt der Leopold immer. Ja, genau, und der muss es ja wissen, ne? Ja, Keller ist auch nur ein Mensch. Und damit Sie das jetzt wissen, ich verabschiede mich jetzt endgültig von Ihnen. Wieder einmal. Wollen Sie sich nicht vielleicht lieber bei mir entschuldigen? Welche was? Welche Gäste? Da ist mir halt das Maul mit dem Herz durchgegangen. Wissen Sie, das ist Kaffeebrechen. Aber einen wahren Freund verkennen für einen falschen Freund, das ist ein Verbrechen. Leopold, so ein närrischer Mensch. Damit Sie es wissen, dass es mir endgültig ist. Ich gehe jetzt auf die Bäuermeisterei zum Bäuermeister und lasse mir in meinem Arbeitsbuch Zeugnisse reinschreiben, Unterschrift und Stempel drauf. Ei, was ist Ihnen denn jetzt schon wieder über die Leber gelaufen? Ich habe mich in einer Viertelstunde um 2 Euro zu meiner Ungunst verrechnet. Und wenn das im Zahlkellner passiert, dann weiß er, wie viel Glocke es geschlagen hat. Leopold! Leopold! Ich werde dir noch nicht nachlaufen. Kaiser zufrieden gewesen? Ja, Gott sei Dank. Und Sie, sind Sie denn auch zufrieden mit den weißen Rösten in diesem Jahr? Wie können Sie da fragen, Frau Josef? Im weißen Rössel am Biberbach, da steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu, guten Morgen. Tritt ein und vergiss deine Sorgen. Ein
Lied. War das nicht entzückend? Na, Sie finden wohl alle entzückend. Auf Reisen schon. Empfinden Sie nicht auch, so wie ich, diesen wunderbaren Reisezauber? Ach, weißt du, wo da der Zauber wohl liegen soll, wenn ich 4 Wochen schlechter wohnen muss wie zu Hause in Berlin? Aber mein Herr, die Welt ist doch so schön. Ich habe schon ein schönes Stück davon gesehen. Den Spreewald, die Märkische Schweiz, die Sächsische Schweiz, die Vogtländische Schweiz. Nur für die wirkliche Schweiz. Da hat es noch nicht gelangt. Die kann ich. Aber fürs Rhein-Main-Gebiet, da ging's diesmal. Ach ja, richtig. Sagen Sie mal, Sie sind doch mit dem jungen Sülzheimer hier angereist. Was halten Sie denn von dem? Ach, ein höchst wohlerzogener, feiner junger Mensch. Das freut mich zu hören. Also, könnten Sie sich ihn so als Ehemann vorstellen? Prächtig, prächtig! Nein, es kommt doch wie ein armes Mädchen in mein Klärchen überhaupt nicht in Frage. Nee, ich meine nur so ganz im Allgemeinen. Fräulein, was kannst du denn nun zu trinken hier? Immer langsam. Also, wir hätten Kröver Nacktarsch, Äppler süß und sauer gespritzt und pur. Weiß ich, mit Schuss haben Sie nicht. Nee. Dann 2 Nacktarschorle. Nein, für mich nicht. Nein. Doch. Nein. Wissen Sie, Sie müssen sich heute mal im Alkohol üben. Was? Es könnte nämlich sein, etwa heute Abend die Verlobung von Ihrem jungen Freund feiern. Wie? Des Herrn Sülzheimer? Aber ich versichere Ihnen, ich weiß von nichts. Nein, mein Klärchen würde doch nie ohne ihren Papa heiraten. Nee, abgesehen von ihrem Klärchen. Prost, ich zahle den hoch. Schmeckt ungewöhnlich schön. Was denn, bitte, Charlie, jetzt? Ihnen schmeckt wohl alles ungewöhnlich schön. Auf Reisen schon. Das ist nun mal der Unterschied zwischen uns beiden. Sie reisen, um zu schimpfen, und ich reise, um glücklich zu sein. Na, das Geschäft ist richtig. Die nehme ich nächstes Jahr mit nach Albeck. Fräulein, noch nackt, Arsch! Sagen Sie, hören Sie auch den Hahn im weißen Rössel des Morgens? Ja, wer hört den wohl nicht? Ah, wenn er sein Kikeriki in den jungfräulichen Morgen hinausschmettert. Das ist so melodiös, so herzerquickend. Also, der muss ein ganz anderer Hahn gewesen sein. Und da zieht es mich hinauf in die Berge, in den flüsternden Wald hinein. Und wenn ich dann so durch den stillen Morgen gehe, das Auge offen ist für das Schöne, ach, dann spüre ich ihn, den Reisezauber. Ein Weilchen am Mond kann der Frühling sein, ein Sonnenstrahl sagt, es gibt Sonnenschein. Und leg ich mein Weinglas und zieh dann nach Haus, denn Weinberg trinkt doch keiner aus. Und wenn ich auch nur dritte Klasse war, die Alm bleibt gepolstert so wunderbar. In Gepäckwagen steh, mein Herz sitzt im Luxus-Coupé. Erst wenn's ausgezeichnet mit Reiselust und Sonnenschein, stell ich am letzten Bahnhof ein. Denn du schöne Welt, verschenk ich, was mein Rucksack hält, und zahl mein letztes Reisegeld.
Von Herrn Sülzheimer Senior aus Wixhausen. Mit Verlobung meines Sohnes einverstanden. Herzliche Grüße an die Braut. Ich muss sagen, das haben Sie ganz großartig gemacht. Ich habe alles getan, was in meinen Kräften stand. Dafür bin ich auch nie ausgewechselt. Ich kann doch mehr sagen. Das Mädel ist verliebt. Wirklich? Glauben Sie mir, sie ist verliebt. Ich habe auch vor der Abend schon Verlobungsessen bestellt. Hm, hoffentlich mit ganz vielen Shampoos und Berliner Weiße. Na, warten! Wilhelm Giesecke, Trikotage in Berlin, aber ja doch, Shampoos! Nicht diese Plöre hier. Prost, Otti! Na, das Geschäft ist richtig. Ach, Lärchen, 2000 Meter über dem Meer. Und mitten unter Pinguinen. Da bin ich in meinem Element. Pinguine auf dem Hingangsberg? Ja, Sie dürfen da nicht so streng mit mir sein, Liebling. Ich muss doch meiner Kundschaft aus Wixhausen ein paar nette Pinguine aufbinden. Schade, dass Sie immer in Wixhausen tätig sind. Wieso? Wäre ein anderer Ort für Trikotage günstiger? Nein, aber es kommen schon wieder zwei S-Laute drin vor. Oh, Pärchen. Sie haben nur nie den richtigen Sprachlehrer gehabt. Bei mir. Da werden Sie nicht es finden. Also gut, sprechen Sie mir nach. Ich bin Ihnen gut. Ich bin... Nein. Ach, kommen Sie. Ist auch ganz ungefähr. Ganz ohne es. Ich bin... Na? Ich bin Ihnen gut. Ah, sehen Sie, das ist Sprechkunst. Gut, zweite Lektion. Ich hab dich gern. Ich hab... Nein. Kommen Sie schon, Klärchen. Sie können das. Das ist wieder ganz ohne es. Ich hab dich gern. Und ich dich noch viel, viel gerne. Ach, Sie nehmen doch gar keinen Sprachunterricht. Ja, das ist mir jetzt im Eifer nur rausgerutscht. Also gut. Letzte Lektion. Schönste Lektion von allen. Ich liebe dich. Nein, nein. Kommen Sie, Klärchen, Sie müssen mir doch nur nachsprechen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Sülzheimer, aus Sülzheimer, aus Wixhausen. Du regierst mir ja meinen Scheitel. Du hast doch gar keinen Scheitel, du süße Schönheit. Ich bin so glücklich.
So, Frau Chefin, es ist Zeit, dass ich mir ins Arbeitsbuch hineinschreibe, und zwar was Gescheites. Haben Sie es aber einig. Sie, gar so gut wird das Zeugnis aber nicht ausfallen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ruhig und ehrlich. Schreiben Sie bitte. Die ganze Zeit, die der Leopold hier Zahlkellner war, hat er immer treu und ehrlich gedient. Haben Sie es? Gut. Das Ganze hat angefangen, das Dilemma, mit dem Eintritt von dem Herrn Rechtsanwalt aus Berlin. Dem sein Eintritt ist mein Austritt. Schreiben Sie das bitte. Schreiben Sie das genau, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Zuschauen kann ich nicht. So weh. Haben Sie das? Haben Sie was gesagt? Sind Sie mir vielleicht böse jetzt, Frau Chefin? Ja, hätte ich gesagt. Jetzt, wo Sie bei mir nicht mehr im Dienst stehen. Ja, ich bin Ihnen böse. Dass Sie der Rössen bitte nicht so viel Verstand zutrauen, dass sie von selbst weiß, wo Ihr Platz ist. Und jetzt lesen Sie bitte Ihr Zeugnis. Das ganze Ding ist voll gekriegselt. Lauter Kleckse drauf. Das ganze Buch voll Zahlkellner. Entlassen als Zahlkellner? Welche Einmischung in meine Privatangelegenheit? Das ist doch überhaupt nicht wahr! Lesen Sie weiter. Ich hab doch nur gesagt, welche. Lesen Sie weiter. Angelegenheit. Aber engagiert auf Lebensdauer als das ist ja, das haben Sie da reingeschrieben alles? So eigenhändig, so ganz von der Lanz? Ja, Frau Josefa, da bin ich ja überhaupt kein, da bin ich überhaupt kein Zahlmann mehr. Da bin ich ja ein Ekelner, oder nee, ein Zahlmann. Oberkellner, ja, Frau Josefa. Frau Josefa, das ist ja, weg mit dem Futteral. Piccolo! Nein, nur nicht so hektisch. Ein Kellner ist auch nur ein Mensch. Wer hat dann hier sowas gesagt? Das haben Sie doch gesagt, Herr Leopold. Mein Gott, da war ich ja noch ein Zahlkellner. Autsch. Jetzt bin ich ja das Fessel. Jetzt bin ich ein Zahlmann, Oberkellner, Ehemann. Was? Jetzt hat er es doch noch rumgekriegt. Ja. Angst. Du nicht, Josefa. Wenn ich dir 25 Jahre bei unserer Silberhochzeit das Arbeitsbuch gebe und da kannst du nein schreiben, treu und ehrlich gedient. Ich denke, die Herrschaften üben sich im Küssen. Ich hatte so eine ausgesprochene Knutscherei.
Entschuldigen Sie, wenn ich störe, verehrte Herrschaften. Ich wollte nur an meine Bestellung für heute Abend erinnern. Ja, Sie haben Verlobungssouper bestellt. Ja. So mit allem, wo unser Kinder noch davon träumen, unser Kindeskinder und Kindeskinder. Aber ich glaube, das hat doch noch Zeit. Nein. Sag mal, da könnten wir uns doch aber gleich mit anschließen, oder? Ja, das wollen wir sehr. Ja, und wo sind die anderen? Brauchen wir? Bitte sehr, bitte gleich. Papa Hinzelmann. Hm? Darf ich Ihnen ein frisch gebackenes und glückliches Brautpaar präsentieren? Was? Kinder, ach mein Klärchen, Siegesmund, sag Baba zu mir. Das nenne ich nun den wahren Reisezauber. Erlauben Sie mal, Siegler, Sie sind ja schon blau vor dem Sekt. Was hat das zu bedeuten? Sie haben doch versprochen, meine Tochter zu verloben. Das habe ich auch getan, Herr Giesecke. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Na, der Geschäft ist richtig. Lieber guter, einziger Papa, nun meckere mal ausnahmsweise nicht und sag ja. Na, meinetwegen. Und was wird aus unserem Prozess? Mein Vater verzichtet. Wir haben ein neues Patent. Nachthemd mit Reißverschluss. Da gibt's ja jetzt nichts mehr zu kloppen. Ja, dann sage ich einfach nur, ran an den Tisch, zu Tisch oder ran an den... Da kommen noch mehr Gäste. Das Reise kommt. Das Reise kommt. Das war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Und auf! Lasst uns starten! Wir brauchen sie. Ich glaube, kann ich überhaupt? Nein, gar nichts.
Wunderbar. Das sind die besten Gehörlosen, die man bei den Tanten gar nicht hört. Geht's euch auf! Jan Schäfer!
Kiesbude. Und es fällt ihm schwer, leise zu spielen. Und es ist ihm auch schwer gefallen, mit so einem kleinen Besteck hier anzutreten. Normal ist er zugebaut, hier von den Gypsy Kings, der Drummer, hat er 20 Becken um sich hoch. Egal, er muss leise spielen und er macht es. Grandios, und er ist auch nächstes Jahr alles. Er hat schon den Vertrag unterschrieben. Er ist nächstes Jahr bei Rocky Horror. Auf dabei. Guter Julian! Mit 8, mit 9 Siegeln. Genau das. Macht wunderbare Musik in seiner Tochter über die beiden über die Grenzen des Spaß hinaus. Peter Schimmer! Der abgeendete Text ist übrigens aus der Feder von Ali Greiner. So, ganz kurz noch, wir spielen im Herz. Krieg der Geranien. Ein Balkonstück auf zwei Balkons. Wir spielen Honig im Kopf. Ihr kennt den Film. Ein wunderbarer Film. Und ich glaube, ein noch schöneres Theaterstück. Wir spielen das hier im Haus. Und wir spielen im Dezember. Dinner for One of All. Rund um viele Konzerte, Tesa Quissing, Huden singen, sagen, alles was geht. Erzähl's weiter, kommt wieder, besucht uns wieder. Vielen, vielen Dank. Und Kreuzverwende, wer soll ich denn von Ihnen auf die Knie fallen? Ja, das sollte sie mal machen. Runge auf die Knie. Erst wenn es aufhört sein, mit leise Lust und Sonnenschein, stelle ich am letzten Tag.